Servus und herzlich willkommen zu den Mitnews vom Zeitraum 5. bis 6.12.2020. Junge, dieses Wochenende waren die Map aber fleißig. 8 Stück gute und schlechte Karten, wobei für so ziemlich jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Download-Links genauso wie die Timecodes sind natürlich wie immer in der Beschreibung. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um immer die neuesten News von Mappen zu bekommen. Die erste Karte heute ist die Dusty Forest von Brennon Gaming. Das ist die erste Karte des Mappers, also seid nicht so streng zu ihm. Es handelt sich hierbei um eine reine Forstkarte mit der Möglichkeit sogar, in Zukunft eine richtige Farm aufzubauen. Auf der Karte ist ein Sägewerk, es ist ein Tierhändler oben und auch ein Getreideverkauf, damit man die ganzen Früchte, die man hat, auch verkaufen kann. In späterer Folge natürlich. Die Staatsfahrzeuge sind natürlich auch gleich einmal für den Forst ausgelegt, damit man gleich voll durchstarten kann. Und wie schon gesagt, die Map ist eine reine Forstkarte. Es gibt aber Gott sei Dank keine anderen Bäume, außer die Standardbäume, wie so bei manchen anderen Mappern, die so eine Forstkarte bauen. So weit, so gut. Es ist auch genug Platz vorhanden, um Felder zu erstellen, damit man auch etwas anderes machen kann als nur Forst. So, das war's dann mit der Karte und wir kommen zur nächsten. Die Tower Rock ist von Silver Eagle 519 und das ist auch seine erste Karte. Die Karte hat über 28.000 Bäume. An und für sich schaut sie wirklich gut aus. Man hat als Staatsfahrzeuge natürlich auch die üblichen Forstgeräte, was so eine Forstkarte halt braucht. Es gibt nicht nur das Sägewerk als Verkaufsstelle, sondern auch ein zweites für die ganzen Früchte. Finde ich toll, weil manche Mapper, was ich schon gesehen habe, geben nur das Sägewerk als Verkaufsstelle rein und sonst nichts. Finde ich ziemlich schade. Deswegen die ersten zwei Karten heute haben meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Von den Verkaufsstellen zumindest her. Und die Gelände, muss ich sagen, bei allen zwei schauen wirklich gut aus und lassen sich sehen. Die erste und die zweite Karte würde ich sagen, ja, anschauen. Spielen lohnt sich, vor allem für Forstliebhaber. So, das war's dann auch soweit und wir kommen zur nächsten Karte. Die Freedom Farm von Stevie in der Version 1 ist eine Karte, ja, wie soll ich sagen, der Haupthof ist mit allem drum und dran in der Mitte, sogar mit ein paar Bäumchen umgeben. Das restliche ist alles nur Gras. An und für sich nicht schlecht. Für Leute, die gerne Silage machen, Gras machen, wirklich super. Auf der ganzen unteren Länge sind die ganzen Verkaufsstellen wie Sägewerk, Biogasanlage und dergleichen. Natürlich gibt es auch Verträge auf der Karte. Das Problem bei der Karte liegt hauptsächlich eigentlich beim Mapper, weil der muss, und es steht auch in der Beschreibung, er muss nämlich in die Stadt gehen, um sie zu erstellen. Finde ich schade, weil ich wette, wenn er mehr Zeit hätte und nicht irgendwo hingehen muss, würde diese Karte etwas anders aussehen. Beziehungsweise würden wahrscheinlich nicht so wenige Felder, sondern etliche mehr auf der Karte zu finden sein. Die Karte wird auch nicht jedermanns Sache sein, aber bitte Steve, hör nicht auf, mach weiter. Der Hof schaut nämlich wirklich toll aus und wenn die ganze Karte in diesem Stil weitergebaut werden könnte oder könntest, würde ich auf jeden Fall sagen, super. Bitte hör nicht auf, mach bitte weiter. Und wir kommen zur nächsten. Die Rasfert in der Version 1.0.1.4 von Dan Ben hat 15 Felder, 2 Silos und hat auch Seasons-Unterstützung. Folgende Dinge wurden hinzugefügt, nämlich neue Pflanzen, Klee und Luzerne. Der Maismod ist nicht erforderlich, wobei aber Klee und Luzerne zum Füttern von Tieren auch geeignet ist. Verkaufen kann man jetzt auch Heu, Ballen und Kompost. Der dynamische Schlamm ist auch dabei. Im Gegensatz zur alten Version wurde die Landschaft geändert, Felder hinzugefügt und auch genug Lagermöglichkeiten wie Heustroh, Luzerneheu, Kleeheu, auch Lagerung für Gülle und Gärreste.
Und es gibt auch eine Plattform für gekaufte Produktionsanlagen. Apropos Produktionsanlagen, wurden natürlich auch eingebaut wie Milchprodukte, zum Beispiel Kefirkäse, dann Fleischverarbeitungsanlage für Wurst, Fischfarm, Mühle, Dieselproduktion, Futtermittelproduktion, Fisch, Schweinefleisch und Monome, Zuckerproduktion, Kartoffelstapler, Sägewerk zum Verkauf, für die Produktion von Brettern und Hackschnitzel. Bäckerei, ein Steinbruch für Sand und also auf der Karte hat man jede Menge zu tun. Gut, ich würde sagen, das war es soweit zur Rasfett. Auf jeden Fall ist sie es wert zum Herunterladen, zum Spielen und wir gehen zur nächsten Karte. Und jetzt kommt die Birkenfeld V6. Die Birkenfeld hat einen neuen Bereich bekommen, nämlich mit Schafstall und Schafweide. Und dazu kommen wir gleich zu den benötigten Modes, nämlich Sheepfold, Slurrywagon, Pigsheet, Cowbarn und Half Timbered Barn und Donald FS 19 Half Timbered Farming Buildings ZIP. Ich würde jedem empfehlen, diese Mods zum Downloaden. Sind auch alle auf der Modhub-Seite vorhanden, aber mit den Links, vor allem auf Forbidden Mods, kommt man gleich direkt dorthin und man braucht nur mehr auf Download klicken. Der Haupthof wurde ebenso neu gestaltet. In-game kann man jetzt auch die Büsche, Gras, Unkraut und Pflastersteine schön hinzeichnen und auch einen eigenen Hof erstellen. Den Haupthof könnte man auch theoretisch verkaufen, aber es ist einem jeden selbst überlassen. Die Bauplätze sind mit B und P gekennzeichnet, genauso wie die Wiesen mit W. Seasons wird auf der Karte auch unterstützt, das Manure-System wird nur teilweise unterstützt, eben weil die Ställe teilweise von Modrup sind. Mais Plus und so weiter wurde wieder ausgebaut aus bekannten Gründen. Leider wird das die letzte Version der Birkenfeld sein, finde ich wirklich schade, aber und den Mappa tut es auch leid wegen den vielen Zusatzmods, aber so entgeht er den ewigen Freigabebetteln und Gebücke der Modder. So, das war's dann mit der Birkenfeld und wir kommen zur nächsten Karte. Die Matheusowies ist eine Karte, die noch nicht fertig ist. Und der Mapper hat auch keine Zeit, sie fertig zu machen. Finde ich schade, weil an und für sich schaut sie wirklich super aus. Und wenn es jemand lüstet danach, sie weiterzubauen, kann er sie natürlich auch nehmen. Die Karte ist auf jeden Fall mal schön angefangen. Schade finde ich nur, dass keine Felder gekauft sind. Und Minikarte, naja, unbedingt nötig ist sie nicht, aber schön wäre es gewesen. Das war's dann eigentlich soweit mit der Karte. Und wir gehen zur nächsten. Die Zergrote ist in der Version 1.1 heraus und sie ist von Metzen. Folgende Dinge wurden in der Version 1.1 jetzt verändert. Nämlich die Beleuchtung von Nismo wurde hinzugefügt, neue Bodentexturen wurden hinzugefügt. Hinzugefügt wurden auch andere Könnungstexturen. Neue Pflanzen gibt es auch, nämlich Zwiebeln, Karotten und Roggen. Ein Tierhändler wurde auch hinzugefügt. Der Boden auf Hof Nummer 2 wurde gewechselt. Der Schnee kann jetzt entfernt werden. Das heißt, die Map ist auch Seasons Ready. Die Fütterung der Kühe auf der Stadtfarm wurde verbessert und Änderungen des Texturformates wurden auch durchgeführt. Noch ein paar allgemeine Dinge zur Karte. Die Karte hat zwei spielbare Farmen, für Multiplayer natürlich getrennt, Felder in verschiedenen Formen und Oberflächen, Tankstelle, eine 32 Kilowatt Biogasanlage, neue Bodentexturen, neue Grastexturen und noch einige andere Dinge. Ich finde, die Karte ist eine eher etwa kleine Karte, aber schöne Karte. Man kann sie sicher schön zu zweit, schön angenehm spielen. So, das war's dann mit der Zagrodi. Und wir kommen zur letzten Karte von heute. Willkommen auf der Garib South Africa Map von Farmer Bob. In der Version 7. Die Karte ist Seasons Ready, hat 23 Felder, 3 Verkaufsstellen, eine Gesamtfläche von 670 Hektar. Das größte Feld ist dabei 190 Hektar groß und das kleinste Feld hat 0,24 Hektar. Auf dem Hof befinden sich schon zwei große Hühnerställe, ein großer Pferdestall, eine große Kuhweide, drei Schafställe, zwei Schweineställe und ein Farmsilo mit 2,5 Millionen Liter Fassungsvolumen.
Es gibt auch zusätzliche Früchte auf der Karte, nämlich Tabak, Dinkel, Karotten, Zwiebeln, Kohl und Alfalfa bzw. Luzerne. Es gibt auch jede Menge große Stadtfahrzeuge auf der Karte, mit denen man wirklich von Anfang bis zum Schluss spielen könnte, wenn man will. Ein großes Forstgebiet ist auch vorhanden, wo die Bäume in Reihe und Glied schön aufgestellt sind. So, das war's dann mit den Map News für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!